Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Ich möchte jetzt einmal nur kurz das Rundholz, was hier drin ist, zu Brennholz machen. Dann haben sie auch erstmal wieder genug. Und danach gehen wir erstmal schlafen, weil wir sind noch im Winter. Ich war noch nicht zu Hause oder im Bett. Der Tag ist auch noch nicht ganz rum, aber fast. Und dann haben wir erstmal genug zu tun. Erstens müssen wir die Steuern zahlen. Der gute Uni wird ja wieder geldgierig. Dann will ich nochmal gerne versuchen, falls auch Geld sein über sein sollte. Das werden wir sehen. Irgendwann müssen wir ja mal Alvin besiegen. Wir müssen zusehen, dass wir unser Flachs wieder raufkriegen. Es kann zwar sein, dass sie das kleine Flachsfeld alleine macht, aber wenn denn nur einen kleinen Teil davon. Weil wir hatten beim letzten Mal ja nur 10 angepflanzt, mittlerweile haben wir ein paar mehr Flachssamen. Dass wir das Feld mal größer kriegen. Und mal gucken, was mir so auf... Oder besser gesagt aufgefallen nicht, aber ich hoffe das. Bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht gehören die Felder ja zu den Gebäudenlimit dazu. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich jetzt 12 Gebäude gebaut habe. Ich glaube, die Felder zählen dazu. Ob ich nicht schon ein, zwei kleine wegkriege, weil die sollen ja sowieso weg, die ich jetzt nicht mehr zwangsläufig brauche. Dann habe ich zumindest wieder ein Gebäude frei, um die Fischerhütte zu bauen, die ich wirklich sehr gerne hatte. Aber das werden wir gleich alles sehen. Jetzt erstmal schnell das Brennholz fertig. Und dann mal gucken. So, mein Freund, das wird wohl doch ein bisschen viel. Stinken tun wir auch wie ein Iltis. Ich glaube, wir müssen noch eine Suppe haben, die werde ich gleich noch essen. Und dann ist der Winter eh vorbei. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Brennholz herauskommt, aber es dürfte einiges sein, weil wir sind ja, also bewegen dürften wir uns nicht mehr können. Glaube ich nicht. Oh, komm, die letzten zwei schaffst du noch. Ich glaube, baden brauchen wir jetzt nicht mehr. Beim Jahreszeitenwechsel ist man ja automatisch wieder sauber. Haben ja auch erst im Winter gebadet. Einmal im Jahr reicht. So, halt was. Nein, die Suppe doch nicht. Das Brennholz wollte ich. 112 Brennholz. Ja, okay, gut, das reicht ein Weilchen. Zack. Jo. Haben wir sonst noch irgendwas, was da rein muss? Nein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich weiß es nicht, obwohl das müsste ich doch nachprüfen können, ne? Warte mal. Gebäude haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doch, wir haben doch 12 Gebäude. Und die Häuser, 2 von 3, 2 von 3. Ah, rein theoretisch könnte der eine hier, das ist... Nee, das bin ich nicht, ne? Nein, nein. Das ist das Gebäude, wo ich gerade stehe. Kann man die Leute da umziehen lassen? Es wird für 3 Personen, ja. Da wohnt Caspo drin. Kann Caspo nicht zufällig in ein anderes Haus ziehen lassen, oder? Dorfbewohner auswählen. Ja, Caspo steht hier gar nicht mit drin, ne? Warum nicht? Warte mal, wahrscheinlich weil er schon da drin wohnt. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich glaube, ich kann ihn umziehen lassen. Moment. Caspo, so. Das ist ja mein Sammler. Wenn ich dich umziehen lasse. Ich habe Angst, wenn ich ihn jetzt da rausschmeiße, dass er verschwindet aus meinem Dorf. Das will ich ja nicht. Wenn ich ihn einziehen lasse in das Haus, dann müsste er definitiv mit reinpassen. Bist du sicher, dass du die Familie in ein neues Haus übersiedeln möchtest? Familienmitglieder Caspo. Ja, bin ich mir sicher. So. Jetzt müsste er doch... Rein theoretisch... Das eine müsste leer sein, ne? 1 von 4? Ne, umgezogen ist er aber nicht. Vielleicht dauert es aber auch eine Weile. Abwarten. Das einfache kleine Haus ist meins. Das sind meine... Und hier das einfache Haus ist ja das große, wo 4 reinpassen. Ich weiß es nicht, aber eigentlich müsste das doch jetzt leer sein. Habe ich jetzt irgendwas verkehrt gemacht? Caspor Sammler, ja. Also da ist er noch. Holzschuppen, Scheune, Werkstatt, Näherei. Also ich wollte eigentlich der eine, der alleine in dem einen Haus lebte... ins Große ziehen lassen. Ja, da wohnt Caspo jetzt auch drin. Hier passen noch 3 Leute rein. Ja. Also noch 3. Ne, noch 2. Weil 1 ist ja immer fürs Kind. So, und hier sind die Freider und der Drobojoi. Wenn ich die beiden jetzt, die Freier, der Drobojoi, auch ins Vierer umziehen lasse, müsste doch gehen, oder? Die Freider, einmal, zack. Hier in das Haus.
Familienmitglieder Freida. Zack. Und jetzt noch einmal, das war der Drobo Joy. Er hier. Auch damit ins Haus. Zack. Jo. Jetzt müsste das doch rein theoretisch das eine Haus leer stehen, ne? Zeigt aber immer noch 1 und 4 an. Vielleicht dauert das aber auch ein Weilchen. Jetzt. Häuser. Vielleicht ziehen sie erst am nächsten Tag oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, hätte ich gerne. Ich habe die ja umgezogen, die beiden. Hier wohnt aber immer noch nur er drin, ne? Hier wohnen immer noch die beiden drin. Das ist schon merkwürdig. Wenn ich hier auf Pächter zuweisen drücke, geht's auch nicht, ne? Einmal die Freida. So. Und nochmal. Das war der Kasbur. Ne, der Kasbur wohnt da ja schon drin. Mehr zeigt er mir auch nicht an. Dorfbewohner wählen. Hier ist nur noch er. Okay, warum zeigt er noch an 2 von 3? Und hier ist jetzt wer drinne? Drobojo und Freida, alles klar. Und eigentlich soll er ja, auch wenn er noch 2 anzeigt, da ist ja nur noch er. Auch damit rein, der Kasbur. So, hier, Pächter zuweisen. Da kommt auch noch der Kasbur mit rein. So. Jetzt ist wieder nur er drin. Hä? Muss ich das verstehen? Sind die beiden wieder da eingezogen, oder was? Sind die beiden... Gehören die beiden zusammen, oder... Ich hatte ja gehofft, dass ich die alle in ein Haus gestopft kriege. Aber funktioniert anscheinend nicht. Das ist doch ärgerlich. Und die Wilbelga Bulimira funktioniert wahrscheinlich auch nicht, ne? Oder Lichter geht das nicht, weil hier zwei Plätze für die Kinder sind. Ja, das wäre ja doof. Guck mal, wenn ich hier jetzt zum Beispiel die Freida mit reinsetze, zack, hat er beide drin. Dann dürfte hier nur noch... Ja, der Drobo Joy wohnen. Wenn ich den Drobo Joy jetzt noch damit zusetze. In das einfache Haus. Pächter zuweisen. Ist nur er alleine drin. Ich glaube, da gehen nur zwei Leute rein. Kann das sein? Und hier wohnt denn jetzt Kasper und Freida. Und ich. Ich glaube, da gehen nur zwei. Das ist doch... Sind echt zwei Plätze für Kinder? Dann macht das überhaupt keinen Unterschied, ob du zweier kleine, mittlere oder große Häuser baust. So, jetzt dürfte hier rein theoretisch nur noch der... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht braucht das eine Weile. Ich gucke im Frühling gleich nochmal. So, das war mein Rocken. Gut, die Felder zählen anscheinend nicht dazu. Das ist das Karottenfeld, das soll weg. Und das hier hinten hatte ich ja schon weggemacht, ne? Ja, hier hatte ich auch mal eins, das ist inzwischen weg. Der Roggen dürfte fertig sein jetzt im Frühling, wenn ich mich nicht täusche. Dürfte sie auch abernten. Dann kann das Feld nämlich auch schon mal weg. Hier hatte ich auch Karotten drauf und das sind Zwiebel- und Kultfelder. Und das Flachsfeld war hier vorne irgendwo. Das war, glaube ich, das hier. Das muss ich im Auge behalten. Schlafen gehen können wir, glaube ich, noch nicht. Na, noch ist noch viel zu früh. Ist schon merkwürdig mit den Häusern, ehrlich gesagt. Wenn beim den drei Häusern, den kleinen Häusern, zwei für Erwachsene sind, eins fürs Kind. Und bei dem großen zwei für Kinder und zwei Erwachsene, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Da kriege ich überall nur zwei Erwachsene rein. Das macht absolut null Sinn. Vor allem, der zeigt ja 1 bis 3 an. Ich hätte mich sonst eins zu Häuser weggerissen. Gut, das ist natürlich... Okay, kann ich nicht ändern. Ja, und die hatte ich ja geschrieben. Hier unten bis zum See. Hier soll auch irgendwo eine Höhle sein. Die ist wahrscheinlich hier irgendwo in den Bergen. Aber da habe ich ja vorhin alles geguckt. Ich hatte ja hier geguckt, da war ich, glaube ich, auch.
Das mit dem Bär ist halt so eine Sache. Aber ich werde jetzt auch nicht auf Bärensuche gehen. Definitiv nicht. Es ist halt nur sehr, sehr ärgerlich, weil ich halt. Ich habe versucht, jetzt die Bewohner umzusetzen, dass ich vielleicht ein Haus wegreißen kann. Ach ja, ich wollte die Suppe essen, damit ich eins abreißen kann und da die hinkriege, die Fischerhütte. Ich kam gerade auf den Namen Fischerhütte, ne? Aber offensichtlich geht es nicht. Was schon sehr doof ist. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als die Quest fertig zu machen. Was halt auch nicht funktioniert. So, Doppelbett. Wahrscheinlich ist echt. Du bist Drobo Joy. Naja. Zwei für Kinder. Der macht das überhaupt keinen Sinn, ob du großes oder kleines Haus hast. Wahrscheinlich an der Truhe, ne? Ich vermute mal, dass die Truhe 50 Kilo und in einem kleinen Haus müsste ich mal drauf achten. Wahrscheinlich ist es bei den größeren Häusern die Truhe größer. Kilo. Ne, die sind gleich groß, die Truhen. Okay. Dann sehe ich da den Unterschied nicht. Aber vielleicht kommt er ja noch. So, Holzhacken ist zumindest absolut sinnlos im Moment. Meine Frau steht immer noch bei der Arbeit. Gut, sie hat jetzt nicht hierfür. Sie kocht mein Gammelfleisch weg. Unterlasse es bitte. Ich kann dir vielleicht mal ein bisschen. Na, ich weiß nicht was. Bewegen. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Plus 10. Ja gut, das geht ja sowieso nicht höher. Aber nicht, dass sie mir wegläuft. Das muss ja auch nicht sein. Gut. Du bist, glaube ich, meine Sammlerin oder Holzfällerin. Ich glaube, du bist meine Holzfällerin. Hier kommt ja auch nie Holz rein, ne? Das ist auch sehr merkwürdig. Ich glaube, das landet alles im Ressourcenlager. Jo. Sie macht hier zwar ein bisschen Brennholz. Ich hänge hier fest. Aber ansonsten, aber es sind zumindest schon mal gut Bäume nachgewachsen. Also ich hatte hier ja schon so einiges weggeholzt. So ist es nicht. Ich möchte jetzt eigentlich nur schlafen gehen. Und das geht erst so gegen 19 Uhr, also in einer Stunde. Vorher geht das Ganze nicht. Felder zählen anscheinend nicht dazu. Steuer, Steuern bezahlen. Echt jetzt? Auf jeden Fall, was man ja schon mal machen könnte. Das hier ist ja cool. Da ist Zwiebeln. Da haben wir jetzt die Karotten drauf. Roggen müsste fertig sein. Dann kommt hier später das Roggenfeld hin. Ja, würde ich sagen. Dafür müssen die Bäume hier aber definitiv weg. Dann machen wir das schon mal. Solange noch nicht Schlafenszeit ist. Geht ja nicht anders. Und dann gehen wir gleich kurz pennen. Und dann haben wir sowieso erstmal genug zu tun. Vielleicht finden wir unterwegs hier auch mal im Frühling zumindest mal einen Bären. So, die können erstmal stehen bleiben, oder? Ah, erstmal weg. Wo ist er hin? Ich habe keine Ahnung, wo das Holz hin ist. Das ist der, den ich gerade. Ich habe keine Ahnung, wo mein Holz ist. Der hier war das nicht, ne? Nee. Sonst hätte ich jetzt keine Stöcker gekriegt. Gut, dann nehme ich erstmal das mit. Das mit. Hier liegt noch was. So. Ja, der war das. Gut. Ist mal wieder, wer weiß, wohin geflogen. So, die Baumstümpfe müssen hier sowieso weg. Der Baum muss noch weg. Und ich glaube, der eine hier vorne auch noch. Aber das sehen wir, wenn wir das Feld machen. Jut, jut, jut. Yo. Ich glaube, die zwei müssen da so. Ja, die zwei müssen auf jeden Fall noch. Aber eins nach dem anderen, weil jetzt wird's gegen 19 Uhr. Ich laufe noch einmal ins Ressourcenlager, um das Holz wegzubringen. Und dann sind wir endlich im Frühling. Dann bin ich mal gespannt, was wir an Steuern zahlen müssen. So, die kommen aber rein, sonst werde ich zu schwer. Dieb. Stöcker kann auch rein. Dieb. So, und jetzt ab in die Haie. Er sagt ja, das Duschen können wir uns sparen. Weil, oder das Baden besser gesagt, in diesem Gammeltümpel da. Ist
jetzt eh neu ist. So, längerer Ladebildschirm. Oh, meine Altersvorsorge, mein Stolz. Wie heißt denn mein Stolz? Warte mal, Management. Beruf Mutter. Wilemir. Unsere Altersvorsorge namens Wilemir. Alter 0. Okay. Dann würde ich sagen, stecke ich dich erstmal, auch wenn du da jetzt nicht so der Beste drin bist. Aber du hast im Moment eh nichts zu tun. Dich würde ich sagen, stecke ich erstmal wieder in die Taverne, weil der hat ja jetzt keine Arbeit da mehr. So, Gastwirt. Denn, was? Du, Drobujoy, solltest doch in die Taverne Arbeitsplatz zuweisen. Taverne, so. Arbeiter zuweisen? Gastwirt, hatte ich doch eben schon angedrückt. So, jetzt hat er es genommen. Und da müsste ich jetzt höchstens noch einmal kurz einstellen, weil ich glaube, die Rezepte hat er nicht übernommen, oder? Doch, hat er übernommen. Gut, bin ich mal gespannt, ob er hier weitermacht. Hier ist ja alles crafting. Weil unsere Frau arbeitet ja im Moment nicht. Sie muss sich erstmal um Wilemir kümmern. Okay. Wir müssen Steuern zahlen. Die Frage ist, wie viele Steuern müssen wir zahlen? Unigost? Da. Das ist der Bär. Steuern zahlen. 1020. Ey, ich hab's befürchtet. Gut, das haben wir aber. Unser Flachs dürfte fertig sein und unser Roggen. Flachs müssen wir jetzt erstmal anpflanzen. Roggen ist fertig. Da bin ich mal gespannt, ob sie sich drum kümmert. Ich hoffe es doch mal. Flachs wird sie wohl hoffentlich machen. Das müsste hier irgendwo rauf. Hier. Was waren die Karotten? Hier war Flachs. Naja, da bin ich mal gespannt, ob sie es macht. Eins nach dem anderen. Ich gucke jetzt einmal nur ganz kurz schnell ins Dörfchen. Ich will die Steuern zahlen. Werde ich ja sehen, ob sie es macht. Jetzt sind ja schon wieder gut Bäume nachgewachsen. Sehr schön. Wir haben Nachwuchs. Unser Erbe ist geboren. Wilemir. Gut. Ja, geht ihr mal eurer Arbeit nach? Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr haben, oder? 1002 Jahre haben wir. Sehr schön. Gut, da bleibt nicht mehr viel Geld über für Alvin, aber ich würde bei Alvin noch gerne mal einen Versuch starten. Vielleicht klappt es ja diesmal, auch wenn ich es nicht glaube. Aber wir sehen uns jedenfalls gleich bei Unigos wieder. Uni, mein Freund, wo steckst du? Uni. Uni? Hier, gut, ich habe Geld für dich. Zahle ich zwar nicht gerne, aber du Gierlumpen willst es ja. Bitteschön. Herrlich, allein schon. So, okay, das wäre erledigt. Dann besuchen wir noch einmal. Hatte ich ja gesagt, dann müsst ihr hier noch stehen. Alvin, hier müssen wir ja auch weiterkommen. Denn, naja, wir müssen zwar unser Dorf im Auge behalten, das definitiv. Aber hier hinten, obwohl ich hier glaube, hier ist nichts. Ne? Ihr sagtet ja hier ganz hier unten. Hier soll auch eine Höhle sein. Aber wo hier eine Höhle ist, ist eine gute Frage. Hier ist noch so ein kleiner See. Da ist ein kleiner See. Man sieht die Höhle leider nicht auf der Karte, oder? Bei dem großen See waren wir definitiv schon. Und hier ist Kartenende. Ich glaube, ich werde mich hier unten mal ein bisschen genauer umgucken müssen demnächst. Aber keine Angst, ich werde da jetzt hier nicht stundenlang rumrennen. Wir haben oft genug danach gesucht. So, habe ich dann noch genug Geld über für dich? Ja, zumindest für zwei Versuche reicht's. Hallo, Alvin. Gut. Gib ihm 100 Münzen, ja, probieren wir es nochmal. 20 Meter waren ungefähr das, ne? Um das hinzukriegen, muss ich, glaube ich, genau die Mitte treffen. Anders wird es nichts. Ja, das ging oben rüber. Also ein bisschen runter. Ah, ich bin zu dicht dran, okay. Ah, denn ungefähr so. Jetzt bin ich sogar ein bisschen zu weit. Also ungefähr das hier wäre der Punkt. Aber wie merke ich mir den Punkt? Bei dem Busch hier oder was? Muss ich mal gucken. Erstens stelle ich einmal kurz die Quest ein. Alvins Geschichte. Sprich mit Alvin. Belohnung 200 Münzen. Ja,
was wir da reingesteckt haben, haben wir dann mit einem tierischen Minus gemacht. Hat nicht geklappt wie geplant. Gib 100 Münzen. Nochmal. Das ist wie so unser letzter Versuch. Mehr Geld haben wir nicht. So, dieser Busch war das, ne? Nee. Der Busch aber auch nicht. War wo er hier so, ne? Hier. Ich glaube, das war der hier. So. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Ungefähr auf diese Höhe. Wow. Ich bin zwar auf der richtigen Entfernung, aber gerade mit 6,9 Punkte von 64, das ist lächerlich. Gerade mal 2 Punkte. Ja, so wird das nie was. Wenn ich bloß wüsste, ob die Entfernung eine Rolle spielt. Nehmen wir mal nur mal testweise. Die Quest ist jetzt eh fehlgeschlagen. Ne, so treffe ich nicht. Ich kann also üben, okay, ohne dafür Geld zu zahlen. Na, dachte ich mir, die Entfernung spielt eine Rolle. So habe ich zwar genau die Mitte getroffen, aber... Aber jetzt... Das ist auch schade, dass es hier kein Entfernungsmesser gibt. Müsste ich mir zumindest merken, bis ich mal wieder Geld habe, dass es ungefähr der Busch hier ist. Nee, das war zu weit. Der hier war das ungefähr, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die hier waren das. Das war, glaube ich, ungefähr 20 Meter, ne? Da genau die Mitte zu treffen, gibt ja leider auch keine Anhaltspunkte. Ah Gott, das wären 20 Punkte gewesen. Also muss ich es merken, ungefähr auf diese Höhe, auf dieser Entfernung. Ja, guck, das wären schon 20,3 Punkte gewesen. Ich habe bloß kein Geld mehr, um weiterzumachen. Jo, so würde es hinhauen. So würde ich die Punkte zusammenkriegen. Gut. War jetzt nur ein Test. Also ungefähr merken, ungefähr hier. Ah ja, das kann ich mir eh nicht merken. Wie gesagt, leider kein Geld mehr. Ich habe nur noch 61 Münzen, habe aktuell nichts zum Verkaufen dabei. Dann würde ich sagen, laufen wir einmal kurz in unser Dorf zurück. Ich muss sie echt überprüfen da mit den Feldern, weil ich... Flachs macht sie, glaube ich, aber nur die Hälfte. Weil nur 10 drauf waren, dann wird sie auch nur wieder diese 10 anpflanzen. Inzwischen haben wir aber mehr Seeds. Halt, dafür brauche ich Dünger. Ah. Warte mal, hoffentlich kriege ich noch ein bisschen Dünger gekauft. Mit dem bisschen paar Kröten, die ich habe. Auf jeden Fall komme ich mit diesem Bogen absolut nicht klar. Zeig mal deine Ware. Dünger. 10 verlangt er dafür. Wie kriege ich denn? 6. Reicht nicht, aber... Wenn ich Glück habe, kann ich noch ein bisschen Dünger bei uns herstellen. Ich werde jetzt erstmal schnell nach Hause laufen. Dann gucke ich kurz bei uns in Taverne. Da müssen wir eigentlich vergammeltes Fleisch haben. Und sehen uns dann gleich wieder. Ist doch schon ein gutes Stück zwischen uns und Unisdorf. Das kommt mir irgendwie jedes Mal weiter entfernt vor. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Auf jeden Fall einmal kurz in die Taverne gucken. Ich hoffe, dass das Fleisch jetzt vergammelt ist. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So, hopp. Du kannst dich wieder erholen, Junge. Du darfst wieder atmen. Vergammeltes Fleisch. Bringt 0. Okay, 100% Vergiftungsgefahr. Sollte nicht gegessen werden. Das nehme ich mal mit. Er kann das andere vor. Kaum noch Fleisch drin, ne? Schon gut fürs Verarbeitet. Naja, du kriegst später neues. Warte mal, ich habe, glaube ich, sogar Fleisch dabei, oder? Warte mal, weil... Bevor ich da bei Uni hingegangen bin, hatte ich noch einmal kurz nach Bären geguckt und da ist mir Wildschwein in die Gegend gelaufen. Genau. Kriege ich ja zumindest noch 4 rein. So, dann laufe ich kurz in die Scheune und gucke, ob ich daraus noch Dünger kriege. Ich hoffe es. Letztens ging es noch, aber ich glaube, das waren vergammelte Bären oder sowas. Aber vielleicht geht es ja auch aus Gammelfleisch. Man weiß es ja nicht. So, unser Roggen ist zumindest noch auf dem Feld. Das hat sie nicht gemacht, warum auch immer. Nö. Die Karotten. Flachs hat sie auch nicht gemacht. Was hat sie überhaupt gemacht? Backst du hier schon wieder fest, oder was? Hey, Freida. Kannst du dich mal ein bisschen bewegen? Ja, sie backte hier schon wieder fest. Okay, jetzt geht's ja an die Arbeit. Gut. Ich wollte hier hin. Und zwar... Dünger aus Dunk und Dünger aus Verdorbenen. Nicht genügend Ressourcen. Ich glaube, das gilt echt nur für Bären und sowas, ne?
weiß es aber nicht. Gammelte Nahrung, sie sollte nicht vergessen werden. Oder wird sie hier Nachreste verdorbenen? Was heißt, dass es noch eine Jahreszeit oder so dauert? Kann natürlich auch sein. Bin mir da nicht so sicher. Ich heb das erstmal auf. Kommt erstmal hier mit drin. Vielleicht wird das dann noch zu verdorbenen. Die sechsten Dünger auch erstmal, da sie jetzt erst mit ihrer Arbeit anfängt, bringt uns das natürlich herzlich wenig. Was ich gleich noch einmal überprüfen muss, ja, jetzt macht sie erstmal den Rocken. Ist definitiv unsere Gebäude. Da sind bestimmt auch wieder so einige kaputt. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ich wundere mich, warum sie nicht anfängt. Eine Bugs sie da wieder auf der Kiste fest. So. Denn einmal kurz den Hammer in die Hand. Rechtsklick, Reparatur. Hier dürfte eigentlich noch alles okay sein, oder? Ist auch gut. Da ist was kaputtes, siehst du, das dachte ich mir doch. Unser schönes Ressourcenlager. Dafür brauche ich... drei Stöcker? Gut. Ist hier noch mehr kaputt? Ja, da. Das wären denn 7 Stöcker insgesamt. Hier ist alles heile. Hier auch. Vielleicht bei den Hütten auch. Ich glaube ja, ne? Also brauche ich nur 7 Stöcker. Wenn ich mich nicht täusche. Sehr schön. Gut, einmal 7 Stöcker holen. Das muss ja repariert werden, sonst fallen uns nämlich irgendwann die Hütten auseinander. Und ich glaube, das wäre auch nicht so toll. So, 7 Stöcker. Nein, das sind Rundhölzer. Hier sind 7 Stöcker. Genau, dankeschön. Einmal schnell reparieren. So, einmal hier. Danke. Und da vorne. Unser Lebensmittellager hat auch ein paar Dellen. Sehr schön. So, der kommt wieder weg. So, dich habe ich hier gerade rumlaufen sehen. Bist du fertig mit dem Rockenfeld? Sieht ganz danach aus. Jo. Bist du jetzt beim Flachs bei? Bist du nicht? Warum nicht? Oder hat die Flachs schon woanders drauf? Oder backst du jetzt wieder irgendwo rum? Aber ich habe sie eben rumlaufen sehen. Oder macht sie jetzt plötzlich Feierabend? Um 15 Uhr? Naja, gut, sie hat den halben Tag da rumgebackt. Hier ist sie bei. Ah, sie pflanzt die Zwiebeln wieder an. Ja, stimmt, die sind ja auch im Frühling. Hier sind Karotten drauf. Hm? Ja. Cool war ja, dass das stimmt. Ja, um den Flachs muss sie sich auch noch kümmern. Na gut, sie hat ja noch 3 Tage. So ist es nicht. Sie macht zumindest ihre Arbeit. Sehr schön. Dann koche ich mir selber kurz was zu essen. Ein bisschen was brauchen wir ja auch. Und wir sind ja schon wieder halb verhungert. Ah, ich muss hier ein bisschen Auge behalten. Fleisch. Hier haben wir aber auch nichts Vergammeltes drin, ne? Rocken, Rundholz. Wieso liegt hier Rundholz drin? Das kommt mal raus. Die Stöcker gehören ja auch nicht rein. Zwiebeln haben wir noch jede Menge. Ach, oh, jetzt sammelt sich wieder gebratenes Fleisch. Oh doch, jetzt sammelt sich ein bisschen was an. Okay, warte mal. Ich nehme 4 gebratene Fleisch mit. Und dann nehme ich mir kurz 4 Zwiebeln mit. Und mache mir da schnell, Fleisch mit Soße daraus, 4 Stück, das reicht erstmal. So. Das ist zumindest etwas. Er geht ja rucki-zucki. Na? Einmal kurz Feuerchen an. Sehr schön. Nein, dann nicht. Genau, einmal 4 Fleisch mit Soße. Dip. Dann haben wir schon was zu essen. Dann trinke ich noch ein Schlückchen und während sie hier beschäftigt ist, sie braucht ja noch eine Weile für das Feld, gehe ich nochmal da, wo ihr gesagt habt, unten bei dem See, wo auch die Höhle sein soll, nach den Bären gucken. Das mache ich jetzt aber offline, sollte ich den Bären natürlich finden. Schneide ich es natürlich mit rein, klar, das wollt ihr ja sehen. Aber falls ich keinen finde, gibt es ja nichts zu sehen. Ich werde jetzt erstmal nur gucken. Und wenn, dann kommt es noch mit rein. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis gleich. Oder bis morgen, besser gesagt. Falls noch was kommt, bis gleich und ansonsten bis morgen. Tschüssi!